Boom. Na gut. Nacht? Wie Nacht? Was? Was? Okay, warte. Okay, komm, wir fangen einfach mal an. Wir machen Weltuntergangsstimmung. Ein verirrter Asteroid rast zu Imperator Xissels großer Freude auf die Erde zu. Verhindere diese Naturkatastrophe, bevor es zu spät ist. Na gut. Das ist ein klasse Skript. Eines meiner Lieblingsskripte. Ich muss zwar eine ganze Stange Geld für den Asteroiden ausgeben, aber es lohnt sich allemal. Ach, übrigens, vermassle diese Folge nicht, sonst fliegt der Planet tatsächlich in die Luft. Okay. Intro. Achso, nö. Wollte nö sagen. Merkwürdig außen. Oha. Also nicht einmal sterben? Wie? Nee, der labert scheiße. Imperator Xissel. Frankie Facility. Ich glaube, er labert scheiße. Ich glaube nicht, dass es eine Zeitenaufgabe war. Produziert von ihrer Klappe und Weltuntergangsstimmung. Geilo. Irgendwo in einer weit entfernten Galaxie. Kapitän, so viele Asteroiden, so nah auf dem Scanner, so viele. Asteroiden? Nein, jetzt wird es richtig übel, mieser Tag. Was wir hier tun, Kapitän, ich höre zu und befolge Befehle. Die Verwirrung ist groß und komplex, die Reaktionen. Aber evakuieren den Planeten, wir müssen sofort. Ja, Sir, ich rufe Agent Burple, Na los, Burple. Hey, was ist los? Burple hier, lange nicht gehört, Freunde. Komm sofort zurück zu uns aufs Schiff, verstanden, Burple? Ich denk schon, ihr wollt mich hochbeamen, richtig? Wenn auch nur vorübergehend, um dem Asteroidenschaden auszuweichen. Ja, wenn auch nur vorübergehend. Alles klar, ich begebe mich in Beamreichweite. Bis gleich. Bald werden alle Asteroiden weg sein und unsere Menschenstudien werden fortgesetzt. Eines Tages, ja, eines besonderen Tages, so es sei. Okay, in der Zwischenzeit auf der Farm? Entschuldige, Gecko, ich sagte... Entschuldige! Hä? Mann, ich bin froh, dass wir uns treffen. Über der Farm braut sich ein Unheil zusammen. Es ist dieser schwierige Schauspieler Heinrich Diesel. Er weiß, dass ich knapp bei Kasse bin und will mich dazu bringen, meine Farm zu verkaufen. Ich weiß nicht, was er damit vorhat. Will er eine Klinik für psychopathische Schauspieler aufmachen? Ich brauche vor Monatsende $500 für die Hypothekenzahlung, sonst muss ich verkaufen. Du musst mir helfen, Gecko. Du bist der Einzige, den ich kenne, der so schnell so viel Geld besorgen kann. Ja, so schnell, ja. Und dann kommt eine Blubberbläschen. Und raubt mir das voll. Vielleicht können wir ihn auch einfach von einer Klippe... Nein, nein, das ist nicht gut, verflixt. Okay, das ist ja ein seltsamer Start. Zahle Sigi $500. Okay. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen Frühjahrsputz machen. Weiß gar nicht, was du meinst. Hä? Wie, was? Ich auch nicht. Was war? Ah, Blubberchen. Doch, du hier, du tust ja das so... Ja. Du tust hier den Stream streckseln. Ihr wollt einfach nur, dass ich länger streame, ne? Sagt's doch gleich. Oh Gott. Nein, Red Bull ist auch noch am Start. Wir hatten alle einen Blackout, deswegen wissen wir von nichts. Auch gut. Es gab gar keinen Blackout. Moment mal. Aber apropos, eigentlich, wie gesagt, ich sollte eigentlich schon noch mal da rein, ja, um Geld zu farmen. Das ist wurscht. $210. So, dann Sigi, pass mal auf hier, ich hab da ein bisschen was.
heiliges Geldscheinbündel, du hast die Kohle. Lass uns schnell zur Farm gehen und diesen Nichtsnutz aufhalten. Wir sind bei der Farm? Oh nein. Sigi, die Uhr tickt und die Tage, bis diese alte Farm mein ist, verrennen. Ich weiß schon, wo das Schwimmbad hinkommt. Genau da. Nicht so schnell, Heidi, alter Junge. Ich habe 500 Simoleons, damit gehört die Farm nun mir. Das wird sie auch in Zukunft. Was? Wo hast du so schnell die 500 Simoleons her? Diese Farm wirft seit der Kartoffelfäule vor 8 Jahren keinen Gewinn mehr ab. Sagen wir einfach, ich hatte ein wenig Hilfe von meinem... Du hast Gecko dazu gebracht, für dich zu schnorren? Toll. Ich schätze, du willst eine Quittung haben. Auf wen stelle ich sie aus? Auf ein Erdbeben. Oh mein Gott! Okay. Ein Asteroid. Oh Gott, meine Farm! Oh, was war das? Hier ist deine Quittung über 500 Simoleons. Herzlichen Glückwunsch, Sigi, die Farm. Dieses Loch im Boden gehört dir. Ich werde mich mit dem Geld wenig im Club amüsieren gehen. Warte, vielleicht möchtest du dir auch die von mir mieten. Du weißt schon, um Partys zu geben, Filme zu drehen und so. Oh, das ist schon mies. Oh, ja, so kann's passieren. Na, verflixt, was für ein Mist. Ich kaufe eine Farm und bekomme einen Krater. Ich wünschte, jemand würde diesen Schurken mal so richtig demütigen. Oh, der Arme. Der arme Sigi. Verflixt, ach so, Na, mies, mies, mies. Ja, und jetzt? Okay, ja gut. Asteroid auf... Oh, meine Güte, was war das? Eine Geschichte? Ja, eine, die in die Nachrichten kann? Was ist passiert? Und wo und wann und warum? Ja, Asteroid. Runtergekracht, Loch im Boden, krass. Ein Asteroid, das ist alles. Er hat Teile meines Besitzes vernichtet. Ein Asteroid in Merkwürdighausen? Nun, das ist relativ normal. Ich habe vorhin ein Schwein mit 3 Köpfen auf meinem Hof gesehen. Das war viel interessanter. Das ist keine Geschichte, sondern eine Ausrede für meine Frau. Vielleicht trifft mich ein weiterer Asteroid, bevor ich es ihr sagen kann. Was? Noch ein Asteroid? Du denkst, es kommen noch mehr? Es ist doch möglich, oder nicht? Sicher. Gecko, hast du ein Teleskop, das ich mir leihen kann? Oder kennst du jemanden, der eins hat? Du siehst dich für mich um, ja? Wenn es da oben noch einen gibt, will ich diejenige sein, die es herausfindet. Und jeden vor dem bevorstehenden Ende warnt. Natürlich, du willst nur wieder deine Schlagzeilen. Besorg dir ein Teleskop. War das nicht im Laden? Und da geht's ja wieder Schlag auf Asteroidschlag. Gut. Was machst du hier draußen? Seit wann bist du hier draußen? Was geht? Hallo Gecko, suchst du etwas? Nein, ich habe kein Teleskop. Du solltest Eugen fragen. Vielleicht borgt er dir eins. Achso, vielleicht borgt er dir seins. Es wäre jedenfalls gut, wenn es ihm jemand abnehmen würde. Ah, spannert der ein bisschen rum, Okay, jetzt will ich aber mein Zuhause mal sehen. Oh, krass. Das ist ja voll süß. Das ist ja voll hübsch. Oha, krass. Das hat sich ja voll geändert jetzt hier mit romantisch. Alles zwar ein bisschen pink, aber es ist schick. Interessant. Interessant. Sieht doch... Aber irgendwie auch, hat doch was, oder? Ist doch auch irgendwie schick, ne? Ja, mei. Gut. Klar. Hey, Ara, was geht? Hey. Aha. Ich glaub, war im Laden. Ja, aber wahrscheinlich jetzt doch nicht. Jetzt muss ich jetzt... Wilma hat schon gesagt, wo. Komm, wir versuchen es nochmal. Wird schon schief gehen. Wie es halt auch immer schief geht. Ja, übertreib. Okay, krass, toll. Das ist so dumm wieder, wirklich. Ich hasse romantisch. Es funktioniert halt nie. Oh, ist das dumm. Es hat nicht einmal geklappt bisher. Nicht einmal. Nicht mal, wo ich privat gezockt habe. Gar nicht einfach. Es ist so ein Schrott. Hallo. Du hast einen Charakter, der Ara heißt?
Okay. Auch interessant. Ja, und ich will hier die ganze Zeit mit Ara flirten und es funktioniert nicht. Ja, irgendwie ist es fast... Es ist super ungewohnt, jetzt diese Wohnung so zu sehen. Aber hey, jetzt passt der Fernseher da wenigstens besser hin. Okay, Gesundheit. Na, großartig. Zu blöd zum Kochen wieder. Na gut, na gut. Schau mal trotzdem im Laden rein, so. Oh, eine Katzenuhr und Ballons. Oh, eine Katzenuhr, voll süß, echt. Denk nicht, dass es da oben ist. Das muss man jetzt woanders holen. Ja, ja, das war klar. Na gut. Mhm. Eben hat der Wilma schon gesagt. Wer war das nochmal? Wer? Du solltest Eugen fragen. Also Eugen. Eugene. Okay. Wo gammelt der rum? $799, das ist doch schon mal irgendwas. Eugen. Eugen. Eugen Panzer. Wer war das nochmal genau? Scheiße. Okay, let's fett Hühner fressen. 3 von 4. Jetzt schon? Okay, das wird ein bisschen knapp. Das Geld reset. Oh! Krass! Das erste. Wow. Geil. $500. Bitte nicht, Lucky, echt. nur noch 4000. Ja, wir wissen alle, dass wir nochmal 5000 insgesamt brauchen. Eugen, irgendwer. Lass mal sehen. Ich weiß nicht. Muss gucken. 4000 Geld farmen wieder. Boah, scheiße, wir müssen alles noch machen. Geheimen Wunsch. Freundlichkeit. Oh, scheiße. Oh nein, ist ja eine ganz neue Folge. Wir müssen alles wieder hochriefen. Wobei, müssen wir das? Ich weiß es nicht. Wir können auch einfach mal so das durchspielen. Hier ist niemand, lol. Auch faszinierend. Wo ist Avra hin? Bigfoot ist auch weg, gell? Set. Das war schon echt mies vorhin, ey. War schon krass. Soll ich schauen wegen Geheimwunsch? Kannst du machen, ja. Wär lieb. So, irgendwie Kati oder so, ist die vielleicht da? What the, wo sind denn wieder alle? Oh, das wäre richtig frech, wenn ein Asteroid in ein Atomkraftwerk reinkracht. Das wäre gar nichts gut, diese... Nichts gut, nichts gut. Die sind doch bestimmt alle hier drin. Hallo, was geht? Hey. Ja? Hey. Ich habe ein wunderbares Rezept für einen Tomatenkuchen, das ich gerne ausprobieren würde. Aber es ist gerade keine Tomatensaison, wie schade. Was laberst du? Hey. Alles klar, freundlich. Ich bin zu Hause, tschüss. Hä? Okay, tschüss, Tag. Was? Okay. Schön, dass du da warst, denke ich. Was?
Oh Gott. Oh mein Gott, doch, das ist wieder lang. Ach du Scheiße. Oh, es ist doch. Oh, weißt du was? Es ist mir jetzt egal. Wir machen das jetzt nicht mehr 100%, denke ich. Das ist mir jetzt zu doof. Aber geheime Wünsche wenigstens, die machen wir auf jeden Fall. Boah, das ist mir jetzt einfach zu bekloppt. Aber ich bin Persönlichkeit 4, bla bla, ich hab da alle... Ach, das ist echt... Ich spiele das jetzt einfach so durch. Das weiß ich. Aber 100%. Ja, geht sowieso nicht, wenn ich mir die Punkte ausrechne. Tot. Ich kann, so wie es hier aussieht, sowieso nicht alles kaufen. Ich weiß es nicht. Es sieht im Moment zumindest nicht danach aus. Vielleicht schon. Weil wir, glaube ich, die letzte Episode eh freischalten müssen. Und das geht sowieso nicht ohne einen zweiten Gamer und Sims 2. Das heißt, 100%, 100% ist sowieso gar nicht möglich. Was geht? Hey, guten Tag, Civilist. Du siehst so aus, als würdest du etwas suchen. Habe ich recht? Teleskop, warum fragst du mich? Warum denkst du das ausgerechnet ich? Das Militär, natürlich haben wir alle möglichen Geräte, aber nein, kein Teleskop. So etwas nicht. Doch, du hast eins. Erstmal freundliches Gespräch. Danach bedrohlich. Das, nee, das heißt nicht das Ende aller Wünsche, das heißt Weltuntergang irgendwas. Oh nein, nein, es ist so furchtbar. Es ist so dumm. Noch ein Fehler und wir sind wieder raus. Ich bin auch erst freundlich zu Fremden und bedrohe sie danach. Schon, ne? Ganz normal halt. Und tot. Ich hasse es. Das ist so einfach scheiße, ey, wirklich. Oh, Mann. Warum? Schauen wir jetzt das Poster an, dann geht's mir wieder gut. Doch nicht. Ey, das Bad sieht gar nicht mehr aus wie ein Bad. Ah, okay. Ey, das ist halt auch blöd, dass man das irgendwie nicht mehr wechseln kann, ne? Komisch. Was ist jetzt noch? Verwählt, lol. Super. Mehr geht nicht. Brennstäbli. Cool. Rein da. Falsche Kammer. Noch einen roten Draht verbinden? Kannst du damit was anfangen? Gar nicht, nee. Ja, vielleicht kommt da ja noch was dann. Wird schon dann passen. Ich weiß Bescheid. Danke, danke, danke. Wird schon irgendwie kommen dann so irgendwas, was damit zu tun hat. Genau, und roten Draht verbinden. Okay. Oh, meine verfickte Kniefresse. Warum schaut euch an, wie langsam das steigt bei dem Gegenüber. Das ist so unfair geworden. Tira Marista. Tira Marista.
Priester. Okay. Ja, super, wieder tot. Wirklich, das war's schon wieder. Das kannst du wieder vergessen. Wow, hat nichts gesteigert. Großartig und Totschuss. Ja, super. Oh Gott, ist das beschissen, wirklich. Es ist so beschissen einfach. Es ist wirklich hirnlos, das zu steigern mit den Büchern, die du kaufen kannst. Das bringt gar nichts einfach. Es ist immer gemünzt auf den Schwierigkeitsgrad vom Level. Du kannst da gar nichts machen einfach. Nix. 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 Jetzt kriege ich auch nicht mal mehr Freundlichkeitspakete. Das kann ich also auch vergessen. Das war jetzt wirklich blöd, das Haus eigentlich umzuändern. Ja, gut. Cool. Sehr schön. Das kann man wirklich nicht mehr umbauen, ne? Hey, wo ist er hin? Hä? Witzig. Der ist gar nicht mehr da. Aha. Na gut. Ja, Pipi-Pause. Wahrscheinlich. Keine Ahnung, bedrohliches, vielleicht klappt ja das ganz gut. Lol. Oha. Hey, krass. Oh oh. Ja, genau! Gewonnen! Fantastisch! Ich speichere hier mal ab. Cool! Freundliches Gespräch! Hi! Arschkopf! Tschüss! Okay, cool. Aha. Tira Marista. Tira Marista. Tira Marista. Dann war ich in Dauern. Bitte, echt. Oh Gott, war das knapp. Na, nochmal. Oh Mann, mach's halt noch spannender. Oh Gott. Okay. Aber er sagt nichts, nee. Hä? Isko, warum fragst du genau das Militär? Hä? What? Hä? Okay, ist es hier drin vielleicht dann? Hä? Wo, wie, was, wie, wer, wie, wann, wo, was? Ich habe ihn jetzt bedroht, ich habe auch freundlich gemacht. Nichts davon triggert die Quest oder irgendwas davon? Hä? Wie jetzt? Was? Du bist doch Eugen. Bin ich blöd? Schüsse.
Oh. Was ist das mit der Laufbahn? Eben. Hä? Ja, hey. Yes. Ja, hey. Also, warum fragst du mich? Ich bedrohe dich einfach nochmal. Oder auch nicht? Okay. Oha, wie das, wie unfair eine Geste einfach klappt. Fliege in die Nase. Nein, bitte, echt. Mach keinen Scheiß. Nicht dein Ernst. No, oh Gott. Blöd, echt. Hallo? Aha. Oh, ich freue mich schon auf Sims 2 DS. Da funktioniert das auch noch mal ganz anders. Ich meine, das hier ist auch schon viel besser als bei Brechen aus eigentlich. Die erste ist es am perfektesten. So, höher geht nicht. Okay. Okay. Was? Noch so viel rauskommen. Klingt doch nice. Erdpfannkuchen, geile Sache, was. Cool. Wie viel hast du denn schon gegessen?